Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar, Mittwoch, dem 2. März. Ich grüße Sie ganz herzlich und wir wollen auf den Loonie heute schauen, auf den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, der sich weiter in einer absoluten Schwächephase befindet. Und das, obwohl natürlich gerade im Jahr 2015 hier eine enorme Aufwertung stattfand, gerade zum Ende hin des Jahres. Wir sehen hier oben den Tageschart mit entsprechenden Impulswellen, aber mal ganz kurz vorab hier der Wochenchart, wo ja hier diese große Untertassenformation sich regelkonform auflöste und hier eben dann im Jahr 2015, also zuvor hier im Jahr 2014, natürlich die starke Aufwertung, die hier bis an ein schönes Widerstandslevel um 1,28, 1,2780 ranführte. Da gelang dann 2015 der Ausbruch und hier dann die enormen Aufwärtsschübe. Allerdings knapp über 1,45 war Schluss mit lustig und seitdem kommt der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar hier sichtlich zurück. Die Frage nach dem Ende der laufenden Bewegung ist also somit durchaus legitim. Wenn wir hier uns der Fibonacci-Levels bedienen, dann wird hier schon mal klar, wenn wir hier von der großen Bewegung vom Mai 2015 hier auf Wochenbasis ausgehen, ja, dass wir hier schon sichtlich tief zurückgelaufen sind im Sinne der Levels. Ich drehe das gerade mal um. So. 38er, 50er Retracement Levels sind wir gerade so mittendrin statt nur dabei. Nehmen wir hier den letzten Impulspunkt als Ausgangspunkt, dann sehen wir sogar schon, dass wir unter das 61er Level mittlerweile durchgerutscht sind. Und das sind natürlich hier Rahmenbedingungen, die keineswegs so erfreulich ausschauen. Aber hier auf dem Tageschart unlängst schon die Annahme, wenn wir hier unter 1, ja, 37 zurückfallen, unter 1,36 60, 1,36 70 speziell, und das geschah hier sehr, sehr harsch am 25.02., dann wäre wohl ein Test dieser Unterstützung. Und genau da liegen wir hier aktuell auf, im Bereich 1,3430 denkbar. Das Ganze ist hier aus dem September 2015 und hier auch nochmal vom November eine Unterstützungszone, die hier auch am oder zu Beginn des Dezembers nach oben aufgebrochen wurde. Also zuvor war es eben hier ein Widerstand, dann wurde das Ganze aufgebrochen, dynamische Rallye, und jetzt sind wir hier letztlich an diesem Punkt wieder zurückgelaufen und sind eben auch hier, sehen Sie hier nochmal deutlich, von dem Impuls Oktober bis hier zum Hoch vom Januar, jetzt am 61er Level sogar schon durchgefallen. Aber hier gibt es noch eine letzte Unterstützungsbastion. Dieses Level im Jahr 2015 verwies ich schon einige Mal in früheren Devisenradar-Sendungen auf eben hier das Niveau 1,34, 1,3430. Dieser Ausbruch hier, wer ihn denn gekauft hat, wurde redlich belohnt. Und jetzt sind wir hier eben genau an diesem Level und der Markt versucht sich aktuell, wir sehen es hier mit dieser Kerze vom gestrigen Tag, scharfer Rücklauf, genau touchiert, heute hier so eine leichte Stabilisierung. Also beim Looney bleibt eigentlich nur noch die Chance, entweder er dreht jetzt hier nach oben auf oder aber natürlich die Korrektur setzt sich weiter fort. Und dann muss man hier von Niveaus bis 1,3064, früheres Verlaufshoch, müssen wir ein Stück, gut, haben wir hier gar nicht mit drauf, müssen wir im Wochenchart nochmal schauen. Hier bei 1,3064, früheres All-Time-High, beziehungsweise nicht All-Time-High, Verlaufshoch. Da gehen wir jetzt mal rein, um das gleich mal zu zeigen. So, da haben wir es, 1,3064 hier aus 2009. Dieses Level wäre dann praktisch die nächste Alternative. Wenn jetzt hier aktuell bei 1,3430 keine ja, Stabilisierung gelingt, dann muss man hier tatsächlich nochmal mit mehr als 400 Pips Korrektur oder rund 400 Pips Korrektur rechnen. Sie haben es vielleicht jetzt am Anfang schon gesehen, die Saisonalität bläst hier in ein ähnlich negatives Loch. Wir sehen hier, dass ausgehend direkt hier der Monat März deutlich schwach ist. Ganz klare abwärts gerichtete Präferenz beim Währungspaar. Also hier die Saisonalität deutlich bärisch und hier insofern der Looney auf keinem grünen Posten. Also gehen wir hier deutlich unter 1,3430. Da würde sich das gestrige Tagestief vielleicht sogar schon anbieten. Muss man davon ausgehen, dass der US-Dollar weiter zurücksetzt gegenüber dem kanadischen Dollar. Dann wären hier Niveaus um 1,3064, 1,30 durchaus denkbar im Sinne der Saisonalität und der gegenwärtigen technischen Situation. Auch weil wir unter das 61er Level schon gefallen sind, ist das präferierte Szenario. Kurzfristige Erholungsimpulse, wenn sie denn kommen könnten, als Short-Chance dienen. Denn das Bild, wie gesagt, grundsätzlich hier weiter bärisch. Hier auch dieses frühe Unterstützungslevel ist jetzt hier zu einem Widerstand mutiert, knapp unter 1,37, und das wäre hier möglicherweise ein Rebound-Level. Klar, bullisch kann man erst werden, wenn wir hier über 1,38 rausziehen, also der Preis vielmehr
Unterhalb dessen bleibt das Währungspaar ganz klar auf der bärischen Seite zu präferieren. Und insofern würde das eben auch hier mit der Saisonalität im Einklang zu bringen sein. Das sind sozusagen die Hard Facts, die hier den Loonie sozusagen jetzt gerade belasten und auch belasten könnten. Also aktuell auf dem Niveau scheint eine temporäre Erholungsbewegung denkbar. Ob diese allerdings nachhaltig ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Wir haben ja auch unlängst hier so einen Abwärtstrend-Kanal gezeichnet, hier im 4-Stunden-Chart-Intervall. Da gab es hier sogar am 23. und 24. Februar einen Ausbruchsversuch, allerdings klarer Fake. Direkt am Nachmittag vom 24. ging es dann wieder steil bergab und jetzt sind wir hier wieder dran. Die untere Trendlinie wurde eben auch hier mit dem gestrigen Tief touchiert. Jetzt Erholung. Ja, 4-Stunden-Chart, Intraday-Chart bei 1,35 sind hier schon die ersten Hürden zu sehen. Also insofern hier nichts von guter Aussicht. Die aktuelle Erholungsbewegung scheint hier dahingehend eher korrektiv. Also das Bild vom Looney bleibt angeschlagen. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Wenn Sie mögen, hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Oder aber natürlich heute Nachmittag 15 bis 16 Uhr. Da gibt es wieder das JFD-Devisenradar-Webinar. Würde mich freuen, wenn wir uns da hören. Wenn Sie mögen, seien Sie dabei. Ansonsten dann spätestens natürlich bis zum morgigen Radar. Ich wünsche viel Erfolg beim Trading. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.